Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Vlog. Nach 6 intensiven Wochen mit Evenut geht es jetzt ab nach Thailand. Und da sind wir gleich schon in Thailand. Genauer gesagt in Chiang Mai, im Norden von Thailand. Nach rund 10 Stunden Flug haben wir es auf Bangkok geschafft, haben dann dort noch ein bisschen auf den Anschlussflug warten, haben das Stündchen im Flug nach Chiang Mai noch mal zum Schlafen genossen, um dem Jetlag entgegenwirken. Und nach einer weiteren Stunde Autofahrt sind wir hier im schönen Norden von Thailand gelandet. Genau, aber leider ist es nicht ganz so im Flug gegangen. Darum zeigen wir euch schnell, wie wir unterwegs waren. Everything that we've been through has made us strong. You won't believe we've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no heaven or gold, 'cause I got you. I got you. Don't wanna show us off, but you're my all. All that I need. Trying to sugarcoat, but I'm flying so high. I don't even know if I'm coming down. You rock my boat when you hold me so tight. The world just disappears in front of my. Das sind ein paar Eindrücke, wie wir gereist sind. Übrigens, merci vielmals an alle, die auf Instagram abgestimmt haben. Die Alpelmagione sind nicht die besten, aber sind eine gute Wahl. Und für alle anderen, die das auf Instagram nicht gesehen haben, vergessen nicht, uns zu folgen. Wir verlinken euch unser Profil unterhalb. Dort gibt es immer live, also noch aktueller als in den Vlogs, gibt es Eindrücke, was wir erleben, was wir machen. Also in dem Sinn, auf Instagram folgen und dann sehen wir noch mehr. Genau. Und jetzt wollen wir euch noch ein bisschen zeigen, wo wir für die nächsten 2 Wochen daheim sind. Los geht's! Moment noch nicht. Dann, etwas, was wir nicht brauchen, die Dämpfe, ist aber gleich da. Und dann hinein, geht es in den Eingang und ins Bad. Noch ein bisschen Stauraum. Mega lang hin und her diskutiert, wo wir nach unseren strengen 6 Wochen uns das erste Mal erholen wollen. Und wir haben dann wie gemerkt, eigentlich ist das gar nicht so wichtig, ob wir am Strand sind oder am Meer, sondern wir haben fast mehr davon, wenn wir eine schöne Aussicht haben und ein bisschen die Weite sehen und einfach auch die Ruhe für uns geniessen können. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir das so gerne hätten. Wenn wir ein bisschen im Norden von Thailand, wo wir auch schon waren, was uns sehr, sehr gut gefallen hat, und auch etwas zu entdecken gibt, damit wir natürlich auch euch mitnehmen können an die schönen Örtchen und Ecken in Thailand. Wieder von unserem ersten Vlog. Wir sind wieder unterwegs. Es gibt vieles mehr zu entdecken. Vergessen nicht zu abonnieren, das Glöckchen zu drücken. Dann können wir immer auch eine Nachricht über, wenn wir ein neues Video aufladen. Genau. Gerne lassen Sie euch oben, wenn es euch gefallen hat. Wir freuen uns über Kommentare und eure Tipps, die wir vielleicht für Chiang Mai und den ganzen Norden von Thailand haben. Und das war es von uns.
Danke. Tschüss. Wow. Das ist der Vorteil am eigenen Pool. Oh, tschüss.